Bling. Wow, wow, wow. Ich habe nicht richtig mitgesungen, weil ich mir die Musik zu leise auf die Ohren gemacht habe. Beziehungsweise ich trage gerade ein Handtuch auf meinem Kopf, weil meine Haare noch nass sind und deswegen höre ich schlechter. Und ich habe mein Headset halt oben drüber, weil ich will nicht, dass mein Headset feucht wird und dann kaputt geht. Damit habe ich nämlich schon mal ein Headset getötet. Mhm. Nein! Überlebe, ohne etwas in Daves Schimmelpilzkolonie zu pflanzen. Okay. Es sind schon wieder diese scheiß Eimerpfallers dabei. Okay, okay. Wir gehen jetzt mal ein bisschen ab hier. Wir bumsen jetzt mal andere. Das ist geil. Die brauchen wir eigentlich auf jeden Fall, das auch. Das Goldblatt hat ja auch richtig viel gebracht. YOLO! Ich hätte eh nicht vor, was in Daves Schimmelpilzkolonie zu pflanzen. Von Anfang an nicht. Ich wollte nicht mal in die Nähe von dieser Schimmelpilzkolonie. Ich habe gleich gesagt, ich möchte das nicht. Und was ist? Ich darf es auch. Was ist denn jetzt mit dem Spiel falsch? Sonnenlicht? Es ist Nacht, ich kriege kein Sonnenlicht, richtig? Gut! Hätte ich das auch geklärt. Rip-Headphone-User. Sorry, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Dafür werde ich jetzt nur noch ganz nah und ganz vorsichtig ans Mikrofon. Nein, okay, lassen wir das. Okay, es ist Nacht. Wir kriegen also keine Sonne auf. Keine Sonne von dem Himmel. Die fuck die shit. Haben wir schon freigeschaltet? Nein, haben wir nicht. Fuck die shit. Fuckity shitily, fuckity fuckity, fuckity shikitim shikitim, Scheißendreck. Oh du schöner Scheißendreck. Der war zwar geil, aber dann nehmen wir das, es gibt wenigstens noch Sonnenlicht. Oh du mein schöner Scheißendreck. Was soll das hier? Wer hat sich das ausgedacht? Ich weiß jetzt nicht, ob Sonnenlicht wir kriegen, wenn wir so eine da drauf pflanzen. Aber erstmal in Anführungsstrichen genug. Psst, Mist, ey. Dann jedenfalls lasse ich die einfach durchlaufen. Oder nicht? Oder doch? So. So. Und ich lasse die einfach durchlaufen und dann sollen die. Dann sollen die von den Rasenmähern getötet werden. Oder ich mache einen auf den hier. Geht auch. Ja, friss ruhig an der Knospe herum. Was wollen die von mir? Wieso? Was ist mit denen? Was wollen die von mir? Ja, dann bau da dein scheiß Zelt auf. Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Mami! Mami! Geh weg. Oh Gott, ich weiß nicht, wie soll ich das denn schaffen? Was ist das hier? What kind of sorcery is this? Ja, dann mach. Ja, wie jetzt? Was? Wer? Mit wem? Und wieso überhaupt? Und warum? Und weshalb? Und wie? Und wieso überhaupt? Und was soll das? Und wie soll ich das? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist alles ein riesengroßer Witz. Das ist einfach ein Riesenscherz. Kann nicht anders gemeint. Gott sei Dank. Euch. Nein, das sind die, das Böse. Die mit ihren Laserdingern. Das ist nicht gut. Ah, da unten kommt einer durch. Ich hab nicht drauf geachtet. Scheißendreck. So nicht gut. Der Kleine ist ja gute Verteidigung. Alter, was hast du gelasert? Weg, meine Kollegen. Die lasern davor so, ne, es gibt so nicht. Hör auf damit.
Alter, jetzt geht er da durch. Die dürfen da nicht durchkommen. Da unten, nein, die dürfen nicht da unten durchkommen. Oh Gott, das war alles? Oh Gott, das hat auch voll geleckt. Du darfst nicht da durchkommen. Du darfst nicht da durchkommen. Du darfst auch nicht da durchkommen. Du darfst nicht da durchkommen. Nein, nicht, nee, 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 nee. Mist. Ihr macht den Laser den mal weg. Der da oben ist mir egal. Hauptsache ihr lasert die da weg. Ich krieg kein Sonnenlicht mehr. Ich hoffe, der kann den da erledigen. Oh Gott, ihr müsst... Nein! Großartig. Ja, spuck mal was aus. Oh! Dieses Level war nicht cool, ey. Sorry, aber wow, das Level war nicht cool, Mann. Das Level war nicht cool, ey. Mit dem Level bin ich voll nicht cool, möchte ich jetzt mal sagen. Meine Nerven. 7 von 8. We got this. We got this, guys. We got this. I can feel it. Ja, irgendwann muss man ja die Power-Ups auch mal benutzen. Ach, kommt doch ehrlich. Wie soll man denn? Was hätte ich denn? Wie hätte ich denn? Ja, ich hätte andere Pflanzen nehmen können. Ich hätte andere Pflanzen nehmen können und nach dem, was dort kam, arbeiten. Ich soll meine Verteidigung planen, sagt das Spiel. Warte. Ich will zur Karte zurück und ich will in meinen Zen-Garten gucken, ob ich eventuell Power-Up-Pflanzen habe, die geil wären. Ja, voll erregte Power-Up-Pflanzen. Ist das Beste, was es gibt. Mega erregte Power-Up-Pflanzen. Jetzt habe ich das gesagt. Ich bin so durch. Ich bin so durch, Leute. Ich bin so durch. Die sind ja auch alle aktiv schon. Ich bin eine Biene. Nein, du sollst. Dieser stäubt die jetzt. Gib's ihr. Ja, gut. Ich hätte einfach gerne mal mehr. Ich hätte einfach gerne mehr Slots. Wisst ihr das? Ob ich mal Geld investieren soll und mehr Slots kaufen soll, damit wir mehr Spaß haben können in dem Spiel. Es ist aber schon verdammt viel, ne? Umso wenig. Ich müsste halt. Ich hätte gern schon mehr Slots im Zen-Garten. Da könnte man viel mehr mit anfangen. Wollen wir wieder Vasenbrecher spielen? Das haben wir ewig nicht gemacht. Oder noch gar nicht, wie es aussieht hier. Also so richtig so das normale Vasenbrecher. Lass mal Vasenbrecher spielen, ey. Einfach mal just for fun zwischendrin mal was anderes machen. Wahrscheinlich ist das letzte Level Vasenbrecher-Level oder sowas. Achtung, fertig zerbrechen. Sehr schön. Viel Spaß. Sehr schön. Sehr schön. Noch schöner. Hier so hin. So, jetzt. Gut. Was haben wir hier? Ah, da ist eine Nuss. Dann lassen wir die doch erstmal hier erledigen. Sicher ist sicher. Jetzt fliegen da gleich die Köpfe? Na komm! Komm ich. Ja, da rollen die Köpfe. Okay, sehr gut. Dann ist da noch einer übrig. Plopp, da ist das auf für den. Dann lass uns erstmal die rein. Erstmal ganz langsam. Entspannt und ruhig. Erstmal gehen wir ganz vorsichtig an die Sache heran, ja? Guck mal, jetzt die sich nicht gleich übertreiben. Oh shit. Sehr gut, noch eine Mine. Dann machen wir einfach da oben ein Minenteppichchen. Was soll das denn? Nur kein Geiz. Oh Mann. Ob wir die hier unten überhaupt platt kriegen, weiß ich nicht. Haben wir vielleicht? Die kommen ein bisschen sehr nah. Sowas da hinten? Ja, sehr gut. Okay, dann hätten wir das doch auch erledigt. Was kommt da jetzt noch? Okay, das kann nicht so schlimm sein. Ja, da kommt ein Hütchen-Zombie, soll er doch. Was will er machen? Ich darf auch noch ein bisschen knabbern. Ja, komm, komm hier. Kein Problem, wir haben doch extra. Wir haben doch extra Nüsschen-Power da. Das Hütchen kann ja dann da vorne irgendwo reinlatschen.
Ich muss das mal aktiviert lassen, damit es nicht verschwindet. Sollten wir es nicht gleich aktivieren. Der Tritter nehme ich jetzt vorne in die Mine. Läuft bei ihm. Jo, na, das sollte schnell erledigt sein. Komm, ich spring mal ein bisschen vor. Ah, die Level hier bei den Vasenbrechern sind schon recht knackig. Ich liebe die verschiedenen Taktiken, die möglich sind. Ja, ich gebe es zu, ich mag das Begult. Ich gebe es zu, ich mag es. Es macht Spaß. Der Begult-Modus ist cool. Abwechslungsreich, unterhaltsam. Sie wird jetzt meine Pflanze fressen, oder? Soll ich das? Würdest du bitte nicht in die Mine treten, danke. Ach toll, na gut, dann mach. Ich hoffe, die erledigen wir noch. Sollte aber gehen. Sollte klappen, die Arme sind schon abgefallen. Ja, ich kann doch nichts machen, Spiel. Hör doch mal auf. Ach so, wartet mal. Ach ja, never mind. Never mind. I did it. This was very simple. This was very simple. Da 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 da. Ich überlege gerade. Nee, wir gehen zurück zur Karte. Wir versuchen dieses andere Level. Ja, da kriegen wir diese Butter, die wir werfen können. Das ist alles. Wenn uns mal langweilig ist, wir müssen das auch mal zwischendrin mal einwerfen, vielleicht. Wenn wir die Aloe bekommen haben, dann könnten wir die Aloe auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir dann auch mal was anderes machen, wie Vasenbrecher oder mal so einen Endlosteil. So ein Unendlich-Kartenlevel, die fand ich nämlich eigentlich immer ganz cool. Plane deine Verteidigung, besiege die Zombies. Roger, Roger, Captain. Die gute alte Taktik. Das könnte man mal. Gute alte Taktik könnte man mal ausprobieren. Ich darf ja Nuller nehmen. Ich darf Nuller nehmen. Das ist gut. Nuller-Pflanzen mag ich. Die sind echt nützlich. Das ist nicht schlecht. Ich darf das Goldblatt nicht nehmen, ne? Schade. Das ist ja voll der Abfuck gewesen, ich das Goldblatt hätte nutzen dürfen, ey. Unendlich Gold generieren. Mm-mm-mm-mm. Weiß er nicht. Wir probieren jetzt mal eine Taktik aus. Ich darf Nulla pflanzen. Ergo können wir hier. Oh, das wollte ich doch nicht machen. Ergo können wir hier einen Minenteppich errichten erstmal. An dem erstmal Zombies auf einen, weil sie permanent eingefroren werden. Zweig gebündelt werden. Ich könnte 15, 15, 20, 25. Ich könnte natürlich gucken, ob eine Melonentaktik dann funktionieren würde. Ob ich es schaffen würde, mit Melonen und mit genügend von denen hier. Eingefroren sind die hier vorne, werden die sowieso eingefroren. Ob das klappen würde, ich bin gespannt. Das sieht geil aus! Hallo! Hui, Pock! Hui, Pock! Hui, Pock! Hui, Pock! Das Schöne ist, ich darf sofort wieder neue Dinger dahin pflanzen. Weil die ja auch ständig wieder ready sind. Wartet, 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 wartet. Flieg nicht weg, flieg nicht weg. Nicht, bleib hier. Das ist super, Alter, das ist super witzig. Melonenangriffe sind so gut. Oh, die leuchten alle grün. Alter, das ist gut. Krieg ich noch mehr davon. Kommt schon. Muss euch alle schön vernichten. Das macht Spaß. Ich finde das großartig. Da unten kommt schon wieder einer, der grün leuchtet. Sehr gut. Das ist awesome. Nein, du wirst hier nicht die Sachen weglasern. Wirst du nicht. Und
Alter, das ist ja voll das leichte Level. Was haben die sich denn jetzt dabei gedacht? Sorry, aber... Wow, das ist die letzte Welle. Ich bitte euch. Das ist ja wohl lächerlich. Dann können wir jetzt warten, bis wir den Dicken da platt gemacht haben. Langsam, die wird nochmal eingepufft. Ist nochmal eingefroren. Und wir warten jetzt einfach. Diese voll gechillt guckenden schönen kleinen lila Blüten haben sich auch gedacht, oh, mein Leben ist so geil. Spürt ihr die Vibrations? Ey, man, guck mal, wir sind voll die lila Army. Ultra Violet for Life, Bitches. Ich bin nicht stoned, ich sehe nur so aus. Mann, jetzt kann der mal das Zeitliche segnen. Und schon mal mit eingeprüft. Und da wird er eingefroren. Oh nein, oh. Sehr spannende Musik, Mann, da wird einem richtig eingeprüft. Doppelt eingepufft, eingefroren. Komm schon, Junge, jetzt mach mal einen Punkt. Jetzt ist Schluss bei dir. Komm schon. Jetzt reicht's aber mal mit. Geht doch. Ja, so spontan fällt ihm dann plötzlich der Kopf ab. Bis er ihn wieder dran genäht hat und nochmal vorbeikommt und sagt: Ey, Mann, hier bin ich wieder. Euer vollster Unter. Ghoul. Lord. Der Dritte. Haben wir das jetzt dann endlich? Haben wir es dann? Ja, ist gut jetzt. Dankeschön. Gargantua ist besiegt. Das letzte Level, Leute. Das letzte Level. Im nächsten Part das Spannende. Nervenaufreibend wahrscheinlich. Vasenbrecher bejewelt. Darf nichts in die Blumen. Beschütze die Pflanzen und pflanze nichts in die Pilzkolonie. Darauf freue ich mich. Das wird toll. Danke fürs Zuschauen. Kommentieren, bewerten, liken, favorisieren, abonnieren, subtrahieren, multiplizieren. Ja, wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüssing!